Willkommen bei Ivan holt die Maus raus. Und diesmal dreht sich alles tatsächlich um einen Einkauf. Und zwar ist er gewesen online über Facebook, habe ich eben eine Suche aufgegeben, weil ich bestimmte Disney-Sachen noch suche. Mir fehlt noch so viel. Und ich habe eben erst vor 8 Monaten mit Sensi gestartet, habe mich da, ich sag mal, bekloppt gekauft, habe vieles besorgt, aber mir fehlen auch noch viele schöne Disney-Düfte und wenn ihr mal so merkt, ich suche was, dann schreibt mich auch gerne an, wenn ihr diesen Duft habt, bei Instagram, bei Yvonne holt die Maus raus und bietet mir diesen Duft an. Also ich kann nur sagen, ich brauche sie alle, ne? Ich brauche sie wirklich alle. Gut, und dann würde ich sagen, ich zeige euch einmal hier die erste Bestellung von Facebook, die ich getätigt habe. Wie gesagt, das waren jetzt private Verkäufe. Kein, ich sag mal, über Sensi selbst. Und da sind wir bei dem Duft Vajana. Und wenn ihr den Duft Vajana kennt, das ist Melone mit Hibiskusblüte und Plumeria. Und das ist der absolute, absolute Mega-Duft. Der ist tatsächlich, auch wenn man mich fragt, was ist auf deiner Liste Nummer 1, ist der auf der Liste Nummer 1 bei mir. Es ist der ultimative, ultimative, beste Duft, den es gibt. Und wenn ich den jetzt hier mal so im Gebrauch habe, also den habe ich gekauft jetzt neu, den habe ich noch. Und es ist für mich sinnvoller, ich sag mal, die jetzt verschlossen zu lassen und an denen, wo ich schon geöffnet habe, zu riechen. Und das ist so lecker, das ist so richtig fruchtig, ganz ehrlich, das ist so richtig, ich sag mal, so ein sommerlicher Cocktailduft und ich mag es einfach. Ich empfinde diesen Duft auch wirklich als was ganz Besonderes, der beste, den ich je gerochen habe bei Sensi und deswegen feiere ich diesen Duft auch so unglaublich. Also, sehr zu empfehlen, könnt ihr momentan auch über eBay Kleinanzeigen und so noch kriegen, also er wird tatsächlich regelmäßig noch verkauft und deswegen Top-Empfehlung. Der nächste Duft, den ich habe, das ist aber ein Scentsy-Orchid. Ich habe insgesamt 3 Scentsy-Orchids gekauft bei der Dame. Sie hatte für Scentsy gearbeitet und hört, glaube ich, jetzt auf damit, weil sie umzieht. Österreich oder was weiß ich. Auf jeden Fall hört sie, glaube ich, bei Scentsy auf. Und da kam mir das eigentlich ganz gelegen, weil den habe ich schon einmal von der lieben Sandra gekriegt, die ja meine Beraterin ist. Das war einer meiner ersten Videos, weil sie hat mir den damals geschenkt. Und ich war damals so begeistert und ich habe ihn nie geöffnet, diesen einen, den die Sandra mir geschenkt hat, weil ich kann die erst öffnen, wenn ich 2 habe. Und liegt einfach daran, dass wenn die offen sind, ich glaube, Sensi gibt eine Garantie, Sandpacks halten 1 Monat. Grundsätzlich kann man aber sagen, die halten 2 bis 3 Monate. Und selbst nach einem halben Jahr oder Jahr kannst du noch den Duft im Prinzip, wenn du die Nase dran hältst, wahrnehmen. Aber es ist natürlich dann nicht mehr geruchsintensiv. Und was haben wir hier? Ich gucke einmal kurz, falsche Seite. Dumbo. Clementine mit Pfirsich, Mango und Vanilleschote. Und da kommen wir wieder zu einer Sache, da sage ich einfach, das ist ein Duft. Der ist auch wieder so unfassbar gut gelungen. Ich habe ihn mir damals schon bei Sanremo bestellt, weil sie den im Club-Abo hatte. Und ich habe mich so gefreut, ehrlich, weil ich mag einfach dieses Vanille mit dieser fruchtigen Note. Also die Vanille kommt schon stärker rüber und wenn ihr den hier aufmacht, das riecht man einfach sofort, Vanille. Aber auch die anderen Nuancen kommen wirklich ganz gut rüber. Und es ist eben so ein fruchtig-vanilliger Duft und ich weiß nicht, ich könnte schon fast sagen, ich denke immer so in Bäckerei-Richtung, so wie ein Teilchen. Ne? Du nimmst dir ein Puddingteilchen, da oben ist ein bisschen Frucht drauf, du beißt rein und es riecht lecker und es ist fantastisch. Ist jetzt komisch beschrieben, aber ich denke immer so, das passt für mich persönlich zu diesem Duft und deswegen, ich mag ihn einfach. Und oft werden Vanille-Düfte auch in Richtung Bäckerei gelegt, weil es natürlich zum Thema passt. Insgesamt auf jeden Fall ein guter Deal. Also ich hatte das dabei, den dabei und dann hatte ich Yorpal. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt und zwar ist das nicht dieser Oh Boy, den es aktuell in der Sensi Club gibt, sondern der ältere. Und da gibt es ein Gegenstück zu und zwar Mini auch. Und den habe ich aber nicht. Also wenn irgendjemand den Bar mit Mini zu verkaufen hat, her damit. Also nicht den aktuellen, nicht den Totally Mini, den habe ich noch 2 oder 3 Mal hier rumfliegen, sondern ich rede vom Gegenstück zu dem hier. Das ist die Mini-Maus mit so Herzchen überall.
Und den hier habe ich, war auch einer meiner ersten Bars, die ich über Sandra damals gekauft habe. Das ist Yopal. Und ich gucke mal kurz, was drin ist. Mickey Yopal, grüner Apfel mit Orangenblüte und Frühlingsduft. Und tatsächlich, wenn ihr das so, also wenn ich das so rieche, dann nehme ich wirklich so ein Frühlingsaroma wahr. Ich weiß jetzt nicht, wohin mich das tendiert, aber es erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an frisch gewaschene Wäsche. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Und ich mag einfach dieses. Diesen Apfel da drin, aber ich muss dazu sagen, Orangenblüte nehme ich persönlich nicht wahr. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ich habe irgendwie Orange gerochen, das ist dann doch schon wieder ein bisschen zu viel des Guten. Trotzdem finde ich allein das Design mega cool und das, die Mickey Maus hat eben im Gegenzug noch so Herzchen, weil ich glaube, es war irgendwie die Valentinstags-Kollektion, keine Ahnung. Wie gesagt, sehr süß, sehr sweet, den hatte ich noch, den habe ich jetzt neu gekauft. Und das ist das, wenn ihr langsam so viel habt, dann habt ihr auch noch Gegenstücke und Vergleiche und das passt dann eigentlich ganz gut. Dann habe ich diesen hier noch gekriegt und da sind wir bei einem aktuellen Duft aus dem Club und zwar ist es Totally Mini. Den gibt es auch über Scentsy zurzeit für 9,25 so zu kaufen. 10,75 meine ich, kosten diese Scentpacks. Und das Schöne daran ist, dass es so ein Kopf, so ein Mickey-Kopf als großes Muster drauf hat. Ich fand das total süß, die Farben gefallen mir und ich habe eben für alle diese Sachen, leg sie mal so dahin, vier Teile 34 Euro bezahlt. Das heißt, ich lag bei einem Preis pro Sample Pack, glaube ich, bei 8 Euro oder so. Und das fand ich richtig, richtig gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Kauf hat sich mega gelohnt, weil es eben ältere Sachen sind, schönere Sachen und ich habe mich sehr gefreut, dass ich die Sachen dann auch gekriegt habe. Ja. Gut, das nächste, was ich noch gekauft habe in einer anderen Bestellung, sind diese beiden Bars. Und zwar reden wir einmal von dem Duft Sugar, Sugar, Sugar. Nein, ich mache nur Spaß, alles gut. Also, wir reden hier von Zucker und das ist ein mega, mega, mega cooler Duft, weil das ist Zuckerwatte kombiniert mit Zitronentropfen. Und das Schöne daran ist wirklich, wenn ihr die Nase dran haltet, ist der tatsächlich im ersten Moment vom Trockenschnuppern kein so ein Bang-Duft. Das heißt, den könnt ihr auch wunderbar mit einem Heimwürfel mit anderen kombinieren, um zum Beispiel, ich sag mal, einem krasseren Duft wie so einem fruchtigen Duft ein bisschen mehr Weichheit zu geben. Und das mag ich an diesem Duft. Der ist so erfrischend irgendwie für mich. Also für mich ist das wirklich so, wow, das ist richtig cool. Ich mag diesen Duft unheimlich gerne und ich habe eigentlich gedacht, der käme dieses Jahr in die Bring Back My Bar Aktion im Januar, aber er war gar nicht dabei. Dafür war aber Johnny's Appleseed dabei. Deswegen war es nicht so schlimm, dass er nicht dabei ist. Der ist nämlich in der USA zurzeit in Bring Back My Bar dabei. Und den kann ich wirklich nur empfehlen. Der ist richtig tipptopp. Den könnt ihr mischen, den könnt ihr pur verwenden. Der hält auch seine Zeit. Der verdampft nicht so schnell. Richtig toller Duft. Jetzt kommen wir zu einer Sache und da muss ich ganz ehrlich sagen, nice to have. Und zwar sind wir hier bei dem Cinderella-Duft. Und den hier, den habe ich jetzt auch über Facebook geschossen, zusammen mit dem Sugar-Duft. Und zwar kriegt ihr diese hier. Echt schwierig. Die Leute wollen dafür 60 Euro, 4 Bars, 60 Euro, 15 Euro pro Ding. Das ist echt schon heftig, ne? Aber ich verstehe es, viele kaufen es auch, sage ich mal, anderen ab. Und ich habe kein Problem damit, wenn man, ich sag mal, was mehr dafür nimmt. Ich finde das nicht schlimm. Aber natürlich summiert sich das in der Menge die Sachen, die ich noch haben will. Und deswegen gucke ich ein bisschen. Ich habe jetzt für diesen Bar tatsächlich 12 Euro bezahlt. Für den hier habe ich 8 Euro bezahlt und ich glaube 4 Euro Versand war vollkommen okay, ganz ehrlich. Die können ja nichts dafür, dass ich Versand brauche. Halte ich auch immer so, wenn ich es dann will, dann will ich am liebsten versicherten Versand, damit es wirklich auch ankommt. Und Cinderella, den gab es im Viererpack, also 4 Stück gab es. Es gab den Ariel, es gab die Belle. Ich, Leute, Belle, ich brauche den noch. Und es gab Mulan und es gab eben Cinderella und die würde ich eigentlich gerne wieder haben. Also wenn jemand eine Möglichkeit hat, mir die zu geben, dann schreibt mich doch gerne mal wieder auf Instagram an. Und ich bin da voll dafür.
Und das ist wirklich so ein Duft wie frisch gewaschene Wäsche. Kann ich nicht anders sagen. Es ist wirklich so, ich finde ihn richtig, richtig geil und ich hoffe tatsächlich, dass ich irgendwann meine Sammlung hier voll kriege. Wobei, das ist auch schwierig. Ich brauche die immer einen mindestens, ich sag mal, im Backup und einen zum Verbrauchen. Oder eben, Sensi könnte ja eine Neuauflage davon starten oder die nochmal rausbringen und dann wäre ich ja auch schon zufrieden. Cinderella heißt Gardenie mit Vergissmeinnicht und Zitrone. Und das ist, glaube ich, das, was ich auch wahrnehme, warum ich auch sage, so ein bisschen Wäscheduft, weil das eben so ein blumiger Duft ist. Und für mich geht meistens so, wenn es so eine leichte Blume ist, dann geht das so für mich in Richtung Lenore und deswegen sage ich dazu Wäscheduft. Ich finde das aber schon allein vom Design mega, mega hübsch. Und bevor ich es vergesse, und jetzt mache ich mal Werbung für mich selbst, ich sage Entschuldigung, dass ich es mache, aber ich mache es trotzdem. Und zwar brauche ich noch folgende Düfte. Ich brauche noch Alice im Wunderland, Mulan, Bambi, die Prinzessinnen, also damit meine ich die drei weiteren, beziehungsweise ich brauche sie ja auch noch doppelt. Dory, dann Toy Story, Woody und Buzz. Dann brauche ich den Sandbag noch. Wer noch hat gerne König der Löwen? Voll die Eigenwerbung. Ja, weil dann habe ich wenigstens alle Düfte zu sagen und bedanke mich so für dieses Video. Sag allen alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.